Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Space Engineers am Patch Day. Ja, wie ihr seht, ist der Magna-Trojaner wieder da. Bei Kroxian. Jo. Und der Magna hier, hallo. Ja, und der Magna ist im Hintergrund mit dabei, so wie letztes Mal dann auch. Nur diesmal offiziell auch angekündigt. Oder auch nicht. Na. Und Blood Dragon ist natürlich auch mal wieder dabei. Jo, servus. Wir haben uns nämlich mal gedacht, tatkräftige Unterstützung beim Arbeiten an diesem Schiff kann nur positiv werden. Praktikanten gibt es Sender mehr, da können wir mal mitmachen. Ja, es ist ja nicht mehr so viel zu tun. Also die Front ist fertig, das Heck muss jetzt noch gemacht werden und die kleinen Zwischenarbeiten müssen noch gemacht werden. Und darum Muss ich kümmert jetzt sich. eigentlich irgendwas beachten, wenn ich jetzt hier losfliege? Ja, du musst P drücken, um die Dinger wieder auseinander zu tun. Genau. Gut. So, ich baue Sonst. mal einen Gravitationsgenerator ein. Genau, mach du mal den Gravitationsgenerator. Den musst du dann, wenn er drin ist, musst du ihn noch einstellen, ne? Bring mal dein Schiff ein bisschen weiter. Cool, nee. Ja, könnte im Weg liegen. Stehen. Ich warte, ich flieg's mal weg, das Ding. Genau, könnte, ja, definitiv, es könnte im Weg liegen. Da kochst du dann gar nicht so un. Recht. Ja, ich hab's damit. So, hier besser, ja. Besser ist eine Relativität, ne, in diesem Spiel. Ja, warum? Jetzt zumindest nicht mehr im Weg rum. Hoffe ich. Ich weiß gerade gar nicht, wo du stehst, aber das ist ja auch erstmal gar nicht ausschlaggebend. Wie gesagt, du kümmerst dich ja dann um die kleinen internen Scheißarbeiten. Also Piken und Nö, sowas kriegst du bestimmt. Ich weiß auch gar nicht, doch Kroxian hängt da gerade oben drin, ne? Ich glaube, nö. dann brauchst du den nämlich gar nicht mehr machen. Wenn Kroxian sich da schon reingehängt hat, dann hast du nämlich gleich keine Arbeit mehr. Du, Praktikanten sind billiger, ne? Ja, ist Nicht kein die Arbeit Problem. machen. Arbeiten gibt es hier genug. Da macht ihr keine Sorgen. Ich habe Außerdem, genug. Praktikanten sind günstig, sind billig, sind kostenlos und stehen in Massen zur Verfügung. Und die wissen es bloß immer nicht. Ach, scheiße, jetzt habe ich es ja, glaube ich, Genau. verraten, ne? Idiot. Ich bin gerade Praktikant. Was? Also im Real Life. Deswegen ist er ja auch bei mir. Aua. So was Grausames. Gibt nichts Schlimmeres im Leben als Praktikant sein. Ja. Obwohl es geht derzeit, also ich werde da behandelt wie Mitarbeiter, das ist schon ganz gut, diesmal. Also bist nicht Schlampe für alles. Nö. Das ist ja schon mal etwas. Ja, bis jetzt habe ich ihn auch noch geschont, ne? Also die Arbeiten kommen noch. Kommt drauf an, Oh. was bei dir Schlampe für alles heißt. Ich glaube nicht das, was er hier jetzt denkt, aber ist okay. Oh, ja. Ihr merkt schon, Leute, das Gesprächsniveau ist wieder gesunken. Welches Niveau? Wir Es gab nie eins. suchen es irgendwann. Irgendwann finden wir es schon. Ich glaube, da musst du aber teuer bezahlen für. Glaube ich auch. Ich glaube, da muss ich definitiv noch ein paar mehr Arbeiter anstellen, dass ihnen das Niveau wieder steigt. Das glaube ich auch. Immer gut gesucht. Brauche ich. Ich brauch einen festen Praktikanten. Vielleicht haben wir in der Community ja jemanden, der Niveau steigern kann. Ja, bitte, Leute, meldet euch. Wir brauchen einen, der definitiv das Niveau wieder anhebt, was Kroxian denn so tief in den Keller geschafft hat. Wieso immer ich, Alter? Ey, da muss es doch sein, oder? Genau, irgendjemand muss es sein. Immer Gibt auf die immer uns. kleinen Dicken. Gut denn? Auf die kleinen Dicken. Okay. Damit haben wir jetzt auch ein bisschen was über Kroxians Körpermaße gehört. Naja, Moment, dick und doof, ne? Ich dick, er doof. Okay, damit haben wir jetzt was über Magma gelernt. Ja, ich stehe dazu, war teuer genug.
Oh ja, ich kenne das Problem. Man ist stolz auf den Bierbauch. Ja, man ey, bezahlt ihn ja auch teuer. Das ist der Druckkessel für den kleinen Hammer. Nicht vergessen. In Lözi sind voll wenig Material hier drin, habe ich das Gefühl. Dann musst du nachladen. Ich meine, ne? Flexi steht hier ja nicht umsonst. Sag mal, die Folge wird nicht ab 18, oder? Nein. Okay. Ist bei mir nicht sowas. Die Jugend ist schon versaut genug. Naja, deswegen brauchen wir uns auch nicht mehr ab 18 machen, wa? Ah, so nett war. Abwarten. Mal sehen, was die neuen Rechte sagen. FSK. Das wäre das größere Problem, genau. Nachher kommen deine Mutterwitze und dann ist FSK 18. Oh ja, dann definitiv. Dann noch Chuck Norris hinterher am besten. Ja, dann sinkt das Niveau ja gleich wieder in den Keller. Obwohl, warte mal, nee, das mit dem Hintern machen wir mal anders. Das sieht so kacke aus. Das sieht so richtig kacke aus. Da ich leider ein bisschen deine Folgen geschwänzt habe, was wird denn das für ein Schiff? Das verrate ich nicht. Denn das haben wir jetzt die Woche erst angefangen und wir haben uns strikt an die Regelung gehalten, dass wir es nicht verraten, bis das Schiff fertig ist. Ja, okay. Aber im Endeffekt habe ich schon angekündigt, die Fans, die das im Endeffekt sich das Schiff schon angeguckt haben, die werden genau sehen, dass da Sachen dran sind, die nur für bestimmte Schiffe nützlich sind. Die du mir jetzt nicht verraten wirst. Nö, kannst du das Schiff ja angucken. Da wirst du schon sehen. Da müsste ich jetzt einmal drumherum fliegen. Oh. Ja, ja hier, Blood Dragon, hier hast du Schweißarbeiten für die Hand. Magna Crox ja nicht rein. Doch, da komme ich auch rein, aber... Das meinst du mit den Reaktoren? Ja, klar komme ich da rein. Ja, das will ich sehen. Ahahaha. Das Problem hatten wir nämlich schon mal mit Nexus. Da kommst du nicht rein. Das kannst du knicken. Das muss per Hand geschweißt werden. Kein Problem, das machen wir doch. Dafür ist... Ihr habt ja vorne die Reaktoren, das habe ich voll verplant, weil bei meinem Lötschiff ist ja hinten ein großer und deswegen wäre ich da reingekommen mit meinem. Jetzt macht der hier tatsächlich das Schiff schon mal generell im Weltall kaputt, statt unten im Waffeleisen. Sammelst du hier das Zeug zusammen, oder wie? Jo! Nehmt auseinander! Habt ihr gesagt, springt ihr ins Mitte und nehmt auseinander. Wie gesagt, du musst hier... Ne, hier nicht. Genau, hier rein, genau. Au! Wie schubst? Na, ich hol auch schon mal so ein paar Sachen, also... Wie viele Raffinerien hast du da verbaut? 4. Warum? Und das sind sogar alle 4 angesteuert. Okay. Sonst würde es ja auch keinen Sinn machen. Genau. Nicht schlecht. Ja, es soll halt effektiv sein, das Schiff, ne? Und dazu musst du dann natürlich auch dafür sorgen, dass gewisse Sachen gewiss verarbeitet werden. Das ist nun mal so. Mhm. So, also jetzt ist im Endeffekt... Ja, der Arsch fehlt noch, ne? Dann. Warte mal, Croxan, ich muss mal hinten ans Schiff ran. Fliegt hier nicht weg. Jetzt behinderst du mich auch noch bei der Arbeit. Ist. Jetzt hätte ich mal behindert, du.
kann dich ja mal bei der Arbeit behindern. Mach mal. Ich hab mehr Power Hunter mit mir als du. Ja, soll ich das große Ding hier mal konvertieren? Nö. Dann hab ich die meiste Power. Komm, ich stempel. Was willst du dann machen? Eieieiei. Ja, man merkt aber wirklich schon, dass hier Flexi ein bisschen träge ist, ne? Ja. Das ist schon sehr krass. Ja, da müssen ein paar mehr Gyroskope rein. Ja, eigentlich auch mehr Triebwerke, weil es zu träge von der Beschleunigung hoch ist. Kommt ja gar nicht vom Treppen. Hier fehlen noch Reaktorkomponente. Nein, hier fehlt noch einiges. Ja, wenn du Sachen suchst hier in Flexi, sind auch ganz viele Sachen noch drin. Boah, ich hab da noch ein gelbes Schiff auf Zugang. Das muss man dann auch noch in die Presse stecken. Da kann sie viel ausbauen. Ja, der Reaktor und die Triebwerke musst du drin lassen, theoretisch, damit du eine Presse kriegst. Naja, das Cockpit ist schon abgebaut. Das wird schon ein bisschen problematisch. Ja, ach, das Cockpit, da kannst du auch schnell wieder einen reinpflanzen. Das macht Nexus dann. Ja. So, dann ist das hier auf jeden Fall schon mal fertig. So, dann müssen wir nur noch unten arbeiten. Und sonst nimmst du hier Flexi und zerstörst das Schiff hier vor Ort. Das kannst du theoretisch auch machen. Oder die großen Schiffe. Du willst unbedingt, dass jemand deine Arbeit macht, ne? Ja, das nervt mich total. Tja, du hast es ja ausgesucht, die Dinger zu zerlegen. Ich hab mir das gar nicht ausgesucht. Mein Aufgabenteil, dachte ich, wäre nur, die Dinger zu besorgen. Nein. Ja, besorgen ist ja vielleicht einfacher, aber das dann... Ja. Hol die erstmal. Hol doch mal so ein Military Mine Layer. Nö, das willst du ja machen, nicht ich. Ich hab mich dafür nicht freiwillig gemeldet. Ja, jetzt kommt's. So, hast du unten schon alles fertig? Was? Wo? Ja. Ich rede mit Blood Dragon, weil der hat dann unten wahrscheinlich noch nicht alles fertig. Könnte ich jetzt schon fast wetten. Soll ich mal Arbeitskontrolle machen hier? Nein. 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 Und definitiv nein. So, wo ist das gelbe Schiff? Wo ist Flexi? Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade ein bisschen orientierungslos. Ja, das bin ich auch zur Zeit, weil ich um dieses Schiff immer rumfliege. Und ich weiß nicht warum, aber es hapert definitiv an oben und unten Optik bei diesem Schiff. Weil es halt zu allen Wänden relativ gleich ausschaut. So, hier den Sammler ausbauen. Unten das Teil ausbauen. So, was hat jetzt noch Herstellungskomponente in diesem Schiff? Ich würde mal sagen, der Assembler wahrscheinlich. 2 Euro, ne? Klein fehlen mir noch. Stahlrohr klein. Ich bringe mal noch einen kleinen Container mit, das wird ja wohl reichen. Ist ja sowieso noch nicht alles. Kommt noch viel, viel, viel mehr. Das Schiff ist noch lange nicht fertig. Da geht lang. So, ich tu mal jetzt hier soweit alles rein. Es fehlt noch ein Stahlrohr klein. Ein Stahlrohr klein, bring ich mit. Ein Stahlrohr klein fehlt hier noch. So, dann kommen hier noch Gyroskope rein. So. Die kann ja dann Croxian wieder schweißen.
Das machen wir mal so, dann das sieht ganz schick aus. Bin ich ja mal gespannt, wenn es Fortschritte sind. Oh ja. Roxian! Sofort! Im unteren Loch sind 4 Gyroskope, die nur auf deinen Einsatz warten. Alles klar. Oh, das Ding sieht aber auf jeden Fall schon fett aus. Ja, dann wird's ja nächste Woche schon fertig, ne? Dann können wir nächste Woche nämlich theoretisch am Bohrkopf basteln. Ich meine, theoretisch, den Bohrkopf kann ich doch auch jetzt schon bauen, eigentlich. Dann kannst du schon mal anfangen, ne? Ja, weil das ist ja im Endeffekt dann auch schon die... Das Problem, die Lösung zum Rätsel, was das hier wird. Ne? Okay, kann man schweißen. Ja, ich fange auf Weile vorne schon mal an, die nächsten Parts zu bauen. Ne, für dich. Also das System ist auf jeden Fall sehr ausgereift, muss ich ehrlich sagen. Da haben wir echt lange dran getüftelt. Zumindest ist jetzt für den Bohrkopf. Also warte mal, wie viele Stufen soll der haben? 1, 2... Haben wir irgendwo Sensorkomponenten? Müsstest du unten auf der Basis gucken, oder oben auch. In der Basis, in irgendeinem Assembler müssten welche drin sein. Ja, das ging jetzt nur darum, dass ich die Erdsensoren nicht fertig machen kann, aber das ist jetzt nicht erstmal weiter schlimm, kann ich auch ein andermal machen. Ja, da drehen wir uns keinen Ast rum, weißt du ja. Ich habe gerade andere plantechnische Probleme. Bloodring? Jo. Wo bist denn du gerade? Mich gerade ein bisschen aufladen, warum? Dann bring mal Sensorkomponenten bitte mit. Alles klar. Zu Befehl! Bin unterwegs! Das Danke. Heißt ja wohl, Sir. Ach, sieht immer das ganze Geschleim hier. Ja, das gehört dazu. Ah. Mehr oder weniger, ne? Sensorkomponenten. Und einen Kaffee, bitte. Soll ich noch einen Kuchen backen? Ja, wenn du das auch noch hinkriegst, super. Was willst du denn haben? Naja, wenn es keine Umstände macht, eher ein paar Sahneschnitte. Vielleicht noch mit extra Zusatz und noch einen Kompott dazu. Eine Käsesahne, Entschuldigung. Eine Käsesahne und einen Kompott dazu, genau. Ach, scheiße, das Ding da in der Mitte muss raus, da können wir ja hier. Gut, dass es noch nicht zum Schiff konvertiert ist, ne? Jo. Sonst wäre das jetzt ein sehr problematischer Eingriff. Nein, es ist noch kein Schiff. Wir haben es als Station geplant, damit es nicht wegfliegen kann. Und damit jetzt man eventuelle Trennkomponente wegmacht, weißt du? Ja, achso. Geh da weg. Wieso kann ich das jetzt nicht setzen? Wieso kann ich das jetzt nicht setzen? Wegen dem Motor. Weil es ja jetzt ein bewegliches Teil geworden ist. Also müssen wir es wieder abbauen. Meinst du mal die Sachen jetzt hier rein, oder? Was? Wo? Wie? Wer? Wann? Ja, schmeiß mal alles bei Kroxian hinten rein. Das hört sich an, ey. Das ist wieder so ein Satz. Den darf man definitiv nicht weiter sagen, ey. FSK 18. Kein Kommentar. Oh, ich muss aufpassen, du brutzelst mich ja gleich. Du sollst ja auch nicht nach... Wie ich brutzel... Wie kann ich dich dann brutzeln? Ist sogar nicht in der Nähe. Doch, ich war hinter dir. Hättest du mich da überfahren können. Ja. Hättest, das war ein ne? Drache.
Roxanne, du hättest ihn überfahren können. Du hattest noch die Chance dazu. Genau. So, warte mal. Halt, Kollege Schnürschuh. Ich brauche noch ein paar Teile. Was ist denn dir? Ja, du bist mein Teil, Lara, du Vogel. Und du fliegst gerade gemütlich davon. Ja. Ich habe nicht genug Sensorkomponenten. Ja, wunderschön. Ich hab alle mitgebracht. Ach stimmt, der Kuchen ist am Ofen, deswegen sind deine Sensorkomponenten nicht komplett gewesen. Ah. Ja, alles auf den Kuchen schieben, ja. Ich lange. So. Coxian, der Bockkopf. Ich brauche jetzt mal kurz Flexi. Flexi, ich bin auf 3%, 3,6%. Dann geh doch zu Flexi. Ja. Bin doch schon dabei. Oh, ist die lahm. Die alte Krücke. Oh, das wird so ein mega Bohrkopf, das Ding. Das Problem ist, wir können konzipieren, der Bohrkopf, der muss natürlich Stück für Stück geschweißt werden, ne? Jo. Weil sonst kriegst du den nicht geschweißt hinterher. Bin ja gerade dran. Super. Ja, du bist schon ein sehr effektiver Mitarbeiter, muss man ja ehrlich sagen. Nee, klar. Der Ecke? So, ja, du. Habe ich das schon mal gesagt? Ja. Ich liebe diesen Berliner Slang, so Ecke. Ich liebe das. Ja, ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die hatte das auch. So Ecke. Ach echt? Ja, ich hatte zwei Berliner Arbeitskolleginnen in meiner Ausbildung und die haben immer Ecke. Ecke mit Knigge. War schon immer ganz interessant. Na komm, den Bockhoff, wenn wir jetzt wohl nur fertig kriegen hier. Den machen wir jetzt noch fertig, den Bockhoff. Sensorkomponenten sind unterwegs. Wieso, was meinst du jetzt eigentlich mit produktiver Mitarbeiter? Ich mach doch nur das, was jeder andere macht. Nicht so ganz. Wie jetzt? Du machst einen anderen Arbeitsbereich. Jeder hat seinen eigenen Arbeitsbereich, hab ich dir schon mal gesagt. Achso, das meinst du jetzt, ja. Und ich verstehe unter produktiven Mitarbeiter einen Mitarbeiter, der eine Arbeit verrichtet, die kein anderer macht. Normalerweise müsste der Praktikant diese Arbeit machen. Und das händisch. Genau, ey, du bist richtig hoch als Praktikant. Kann man nicht ausleihen? Nee, der ist nicht zu verleihen. Du musst mit meinem Chef verhandeln, nicht mit mir. Ja, stimmt auch wieder. Sefi, was muss ich dir bezahlen? Sagen wir mal 30 Taxifahrten umsonst. Das ist aber ganz schön teuer. Ja gut, machst du 29,5. Nee. Unter Wert verkaufen wir dich nicht. Ja. Genau, denk dran, bei der halben Fahrt musst du uns direkt rausschmeißen. Dann. Ich find's nur lustig, dass die Anzüge schneller sind als mein Raumschiff, also. Irgendwie geil, ne? Ja. Na, ich denk mal, das hat entwicklertechnisch noch Sinn. Irgendwie. Welchen denn? Es gibt keinen Luftwiderstand. Ich habe auch nicht gesagt, dass es ein sinnvoller Sinn ist. Ach, jetzt fängt es schon wieder an, kompliziert zu werden. Nee, ich höre auf für heute. Naja, die nächste Folge wird dann sein, wir lernen Physik bei Space Engineers, ne? Das wäre sogar noch halbwegs möglich. In gewissen Rahmen. Ja, weil Space Engineers ja doch schon relativ darauf geachtet hat, ne? Genau, ist klar. Komm, Croxian, den Bockhoff schaffst du noch. Wir haben noch eine Ebene nach der Ebene. Ich bin hier doch voll am Schweißen. Überleg mal, wie schnell ich das hier gerade mache.
Ich hoffe, dass du noch genug Material hast. Da kommt, wie gesagt, noch eine Ebene. Das war, das stand nicht im Arbeitsvertrag. Das ist ein 5-Stufen-Bohrer, mein Freund. Mit Zentrifunktion. Hättest mal das Kleingedruckte lesen sollen, ne? Ey, kennst du das? Gewisse Arbeitsaufträge werden immer unter Hektik gemacht, ne? Abgesehen mal davon hätte der Praktikant seinen Kleingedruckte mal lesen sollen, oder? Oh ja. Aber da ist er selber schuld, wenn er das nicht gemacht hat. Keine Materialien mehr. Ich hab nicht mal einen Vertrag gekriegt. Was fehlt dir noch? Das ist ja ganz blöd. Was fehlt denn noch? Alles. Alles, dann häng dich mal hinten an. Es fehlen ein paar Komponenten, aber ein bisschen was kann ich noch schweißen. Ein paar Komponenten fehlen? Was? Ja, ich kann halt nicht fertig schweißen. Das muss aber fertig werden. Geht aber nicht. Ja, geh mal weg da. Ich will mal gucken, was dir fehlt. Stahlplatten. Ja, dann bringt mir die einer. Warte. Ich hol mal soweit. Ja, genau. Blood Dragon holt Stahlplatten. Ich auch. Dann haben wir auf jeden Fall einen guten Rumlauf. Dann könnt ihr auch mit einem Raumschiff das holen. Das wäre zu leicht. Ja, das wäre definitiv zu leicht. Halt mir mal den Arsch in hier, mein Freund. So, jetzt kannst du theoretisch weiterschweißen. Ja. Blood Dragon holt noch ein paar Stahlplatten. Ja, Blood Dragon holt noch. Jojo. Da ist noch so ein Spawnschiff, was man nutzen könnte zur Not. Das war's auch schon wieder mit den Stahlplatten. Oder mit irgendwas anderem. Ich will mal gucken. Nein, das waren Stahlplatten. Stahlrohre und Herstellungskomponente. Herstellungskomponente fehlt. Es wird so gut wie. Wieso zur Hölle ist in Lötzi ein Bohrer drin? Wo ist da ein Bohrer drin? Da ist ein Bohrer im Container. Okay. Doch, da ist ein Bohrer drin, ich sehe den auch. Kann sein, als ich den ausgeladen hatte. Bei der Tankstation. So, warte mal. Alter, das frisst aber auch so viel Zeug, das Ding da. Der Bohrkopf, ich sag ja. Brauchen wir noch? Steuerrohr, Klein und noch? Schaff einfach alles rüber. Alles, was du noch mitkriegst jetzt. Außer die Reaktorkomponente. Unsere Sklaven fliegen Stahl und Herstellungskomponenten hin und her, ist das schön. Hey. Wieso gehst du nicht an Flexi ran? Da habe ich doch vorhin gestern abgebaut. Ja. Hier oben fehlt noch. Gute Idee? Da bin ich doch die ganze Zeit dabei, du Paddel. Achso. Ja, hier drumherum kannst du aber schweißen. Hier fehlen überall eigentlich nur noch Stahlplatten. Passt überall. Also hauptsächlich mangelt es nachher an Herstellungskomponenten und Stahlrohre, könnte ich mal schätzen. Sag mal, der Flexi hat doch einen Verbinder dran, oder? Ja. Na, dann könnte man die Schiffe ja miteinander verbinden und dann mit einem Ruck alles rüberziehen. Du kannst fliegen, weil Lötzi wird gerade benötigt. Wie schon so treffend gesagt, du bist der Praktikant. Hättest deinen Vertrag lesen müssen. Herrschaftsrunde fehlen. Herrschaftsrunde. Ah, ist das ätzend. Bin ich jetzt ein Praktikant? Meiner? Nee. Ich brauch keinen Praktikanten. Aber du gerade meintest, wegen Praktikant lesen? Du hast Mitarbeiter, ja? Ich hab Mitarbeiter, genau. Meine Mitarbeiter haben Praktikanten. Ja, dann fehlt da für mich noch einer. So, warte mal. Ich versuche jetzt nochmal. Du bist souveräner Arbeiter hier in der Welt. Du bist Taxifahrer. Ich gehöre zur Minderheit. Ich bring noch ein paar Sachen mit, ne?
Guck dir mal die Taxifahrer in Berlin an. Der weiß, was eine Minderheit ist. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. So, hier haben wir noch gut Herstellungskomponente und Stahlrohre klein. Dann kriegen wir das zumindest soweit schon mal fertig. So, wenn du jetzt mal stehen bleibst, kann ich auch mal an die Schnauze. Da kannst du nicht einfach mal andocken, mein Freund. Wie gesagt, das Schiff wird benötigt. Deswegen sage ich ja, du kannst laufen. So, jetzt müsstest du eigentlich noch ein paar Stahlrohre drin haben. Herstellungskomponente. Und Stahlplatten. Müssen wir mal fliegen. Dann haben wir das Schiff nämlich fertig. Wenn der Bohrkopf fertig ist. Hapert an den Stahlrohren. Ich glaube, es hackt. Ja, dann machen wir hier oben noch die Herstellungskomponente rein. Herstellungskomponente. Ich bin leer. Wie leer? Na leer, ich kann nicht mehr. Du siehst doch, ich schweiß doch nicht mehr. Ja, aber du hast doch eigentlich gerade erst Ware von mir bekommen. Ja, kannst du mal gucken, das ist dein Bohrschiff. Ja, du kannst zumindest auf der anderen Seite schon mal anfangen, die anderen Bohrer zu schweißen. Ich muss jetzt sehen, wo ich Stahlrohre herkriege, weil die fehlen nämlich. Oder eher gesagt, Herstellungskomponente fehlen, ohne Ende. Ne, dann wird er halt diese Folge nicht fertig, ist ja auch nicht schlimm. Und wird er halt nächste Woche Montag fertig. Ha. Produktion. Waffeisen. Ja, dann guck auf jeden Fall, was du noch hinkriegst. Ja, das würde ich klappen. So, was produzierst du, mein Freund? Mitte. Ich mache mal noch ein paar Stahlrohre. Die gehen ja recht schnell. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch fertig. Ja, wie gesagt, hast du mitgekriegt, Stahlrohr klein? Ja. Hallo. Ich bin dabei, ich produziere. Ich habe jetzt 500 in Produktion. Das finde ich jetzt gerade nicht gut. Hast du mir gerade die Stahlrohre aus dem Container geklaut? Ja. Alte Sau. Ja, dann bring die mal gleich rüber, schnell. Ja. Bin unterwegs. Ja, ich hoffe. Ja. Wieso verschwinden denn die Stahlrohre dabei, also immer? Wo gehen denn die Stahlrohre hin? Ich hab einen Tacker bei, also wenn ich Croxian festhalten sollte oder so, musst du bloß Bescheid sagen, dann tacker ich ihn fest. Ey. Dann aber richtig mit so, ne? Aber dann mindestens. Du musst auch große Nadeln verwenden, oder? Ja, du, ich hab den Holztisch, also kein Problem. Passt. Kannst weitermachen erstmal. So, ich bringe jetzt noch 250 Stahlrohre. Das wird ja wohl jetzt erstmal für die Bohrer dann noch reichen, ne? Auch manchmal. Sind ja nicht mehr viele. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass du hier so ein Trojaner bist. Was soll ich machen? Hey Mann, die fehlen schon wieder Komponenten. Was fehlt denn jetzt? Herstellungskomponenten fehlen. Magst du die mal schnell holen? Davon müssten jetzt auf jeden Fall schon ein gutes Stück fertig sein.
müssten in den unteren rechten sein, wenn ich jetzt nicht recht in Erinnerung habe. Aber gut, nur im Ganzen ist das Schiff ja schon grob gesehen fertig. Also es hat alle Triebwerke, es hat alle Funktionsweisen, Motoren sind alle fertig. Also eher gesagt Reaktoren, auch wenn nicht befüllt. Ach ja, wir tanken müssen das Schiff ja auch noch, ne? Ich will gar nicht wissen, was das an Strom frisst, ey. Ohne Strom, oh, das denkt man nicht so viel. Ich sehe schon, komm, hier fehlen immer noch Herstellungskomponente. Herstellungskomponente? Alter Schwede. Wie viele Herstellungskomponente da fehlen, das ist der Wahnsinn. Wir brauchen viel mehr Herstellungskomponente. Ja klar, das ist eins der Sachen, die du am meisten brauchst. Ja, dann müssen Aber wenn die Bohrer hier fertig sind, dann ist fertig das Schiff, ne? Wenn der Bohrkopf fertig ist, ja, dann ist das Schiff fertig. Ja, ich meine jetzt, wenn die Reihe fertig ist. Ne, da kommt noch eine Reihe, kommt noch. Achso. Das ist ja das Problem. Also eine Reihe kommt noch. Ja, Herstellungskomponenten. Das sind nur Herstellungskomponenten. Ja, dann müssen wir welche produzieren. Dann ist das halt so. Dann machen wir jetzt auch Feierabend für die Folge. Bin unterwegs. So, warte mal, ich stell mal das Gravitationsfeld ein. Von diesem schönen Schiff. Wir brauchen nämlich nicht kein so ein Riesenteil. Ein 20er Gravitationsfeld wird wohl reichen. Wo bist du denn? Im Cockpit. Ach da! Ja, ich bin im Cockpit. Okay. Ein Durcheinander hier in deinem Schiff ist halt übel. Wieso durcheinander? Es gibt nur einen Raum in diesem Schiff. Mit der Lötzi. Was ist jetzt mit Lötzi? Ja, es ist ganz schön viel durcheinander. Ja, das ist normal. Das kenne ich von Nexus, der sorgt auch immer dafür, dass die Schiffe total durcheinander sind. So, ja. Coxer macht sich's bequem auf dem Beifahrersitz. Ja. Von denen aus man eine imposante Aussicht auf Triebwerke hat. Ja, dann komm mal rein, Blood Dragon. Dann machen wir hier unsere Abmoderation im offiziellen neuen Mega-Bohrschiff. Wo es dann zum Thema Auflösung wäre, ne? Was das hier für ein Schiff ist. Du musst nur in... Hallo? Ja, weil du stehen musst, du bist nur Praktikant. Ich habe schwere Arbeit geleistet. Genau, setz dich auf den Fußboden. Ja, wollt ihr noch Leute grüßen? Ja, Community, Freunde, Familie, Freundin. Freunde. Ja. Genau, das gleiche auch. Und alle, die uns halt kennen. Ja. Ja, auch alle, die mich kennen, alle Fans. Von dir natürlich. Und deine eigenen Fans, wa? Ja, welche Fans, ne? Ja, ich würde mal sagen, dann grüßen wir auf jeden Fall ganz üblich Community, Freunde, Fans, Familie, Mitarbeiter, Praktikanten und natürlich den Yoshi, den wir niemals vergessen. Auf gar keinen Fall. Ne? Und dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn dann. Ciao. Tschüss. Ciao.